Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ich hab grad so eine Down-Phase, ey. Kommt davon, wenn man nur 9 Stunden Pause macht. Hab mir extra vorher noch 2 Booster geholt. Weil ab und zu brauchen wir das Energy. Falls ihr mitsingen wollt, ich habe auch den Songtest dazu. In der Playlist funktioniert das. Und wenn auf jeden Fall die Videos, wo wir jetzt quasi alle aufnehmen, fertig sind, dann werde ich den alten Scania nehmen und die Spezialtransporte, die wir hier fahren können, neuen DLC auch alle fahren. Ne? Also die nehmen wir dann auch live auf. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es klappt, mit dem Server zu fahren. Ey, ich bin so schon so heiß drauf, ey. Gott, das ist so ewig schon. Das ist schon ein paar. Schon ein Monat her, wo wir zusammen gefahren sind, ey. Ein Monat. Entschuldigung, Fanta, ich wollte. Meine Seele hat gerade gesprochen. Ruhig, trink Kaffee, sei bloß leise, Seele.
So. Können wir auch gleich. Können wir rechts vorbeifahren? Nö. Ich habe heute Morgen noch eine sehr interessante Meldung bekommen oder im Radio gehört, und zwar die LKW-Reifen. Es gibt irgendwie so eine Firma, die stellt LKW-Reifen in Trier und in Karlsruhe her. Scheinbar wollen sie die Werke schließen und ins Ausland verfrachten. Finde ich super. Gehen also noch mehr Arbeitsplätze drauf. So. Och, hey. Lukas, mein Lieber, ich hol dich mal in den Chat rein vor lauter Labern hier, ey. Mein Gott, Junge. Mein Wecker. So, Hallöchen. Hallöchen. So, war das jetzt ein Airbus oder war es kein Airbus? Ja, schon Airbus, ja. Okay. Du, ich glaube, du fliegst ja mit Tastatur, richtig? Nee, mit Joystick. Okay. Okay, mit dem Airbus-Joystick oder Thrustmaster? Thrustmaster. Airbus ist ja quasi auch mit Thrustmaster, aber was für eine. Alles gut. Naja, warte mal, ich muss dich mal ein bisschen. Chat, wenn es zu laut ist, müsst ihr das sagen, gell? Vom Ton her, nicht, dass ich, dass wir euch die Ohren voll blären. Wo fliegst du denn hin jetzt? Nach LPMA. LMPA. Ja. Entschuldigung. Ich suche gerade mal die Nachrichten, die hatte ich, glaube ich, schon mal geschrieben, ja. Okay, ja, geh doch bei Google einfach auf ICAO-Code LMPA. Dann zeigt dir ran, ob dort direkt was ist. Ja, was sagst du eigentlich zu dem Airbus? Ist er. Ja, also. Alles ganz gut. Also, lässt sich eigentlich gut fliegen, gut steuern, alles. Mit was ist denn der noch kompatibel? Ich denke mal, der ist schon mit GSX kompatibel, oder? Das weiß ich nicht, wenn ich GMX nicht drauf habe, aber ich denke mal schon. Okay. Weil das ist ja das, was ich ja quasi versuche, das Bodenpersonal einer. Weil ich hole mir für den Flughafen keine Szenerie. Weil ich will das mit dem G6 so quasi erstmal machen, dass das funktioniert. Ja. Weil hätte ich eine Szenerie, müsste ich dafür auch mehr Geld ausgeben. Und dafür habe ich momentan nicht die Kapazität. Ja, da fliege ich gerade hin, also ich habe es mal reingeschrieben. Alles klar. Madeira. Von München aus. Ja, München ist schon. Das ist toll, das stimmt. Ja. Ah, ich fliege ja immer noch gerne die King Air da, die 350. Ja. Und ich sag mal, für den Flieger hast du auch einen eigenen Launcher. Da hast du noch den
A318 dabei, 319er, 20er, 21er und noch und so noch so eine kleine andere Maschine. Okay. Ja, ich wollte ja sowieso die Airbus-Reihe da mit dem Thrustmaster da sowieso mal gucken. Also. Ja. Weil noch sind die Preise mir ein bisschen zu heftig, wenn sie irgendwann mal im Angebot sind oder wie bei Amazon, weil ich das da mal guckst. Ja. Oh Leute, ich hab's schon wieder vergessen. Ich wollte die Amazon-Wishliste mit reinmachen, ey. Ja. Und für den Flieger gibt's so jetzt noch nicht so viele Repaints oder Lackierungen. Delivery? Gibt's bis jetzt noch nix. Aber ich glaube, da sind sie gerade am Arbeiten, glaube ich, da dran. Ich hatte schon mal nach Lufthansa gesucht oder so, aber gab's noch nicht so. Na, ist auch was Tolles. Ja. Ein Tablet hat er drinnen, auf jeden Fall. Das ist gut. Ja. Ein Tablet ist gut. Ja. Ich denk mal. Kannst du nebenbei ein paar Apps spielen? Ja, quasi so. Und ich glaube, er würde auch gut mit Navicraft, glaube ich, auch gut zusammenarbeiten. Nicht Navicraft hat er mit drin. Das ist ja das, warum ich sage, GSX ist ja auch auf jeden Fall kompatibel, ne? Also. Ja. Nur mal sollte sich die 0.5 Version downloaden von dem Flieger. Okay. Nicht bei der anderen Version kannst du mich nur 90 Fahrgäste mitnehmen. Und dann bei der zweiten Version 436. Okay, wow. Also es ist wie bei dem Standard. Okay. Oh, wir haben es gleich geschafft. Ja. Oh. Also ich bin ja auch immer noch überrascht, wie der wie der Flusi. Die Grafik ist einfach herrlich. Ey. Also. Ja, ich habe ein ganz geringes Problem gerade. Ich auf einmal fahren meine ganzen Triebwerke runter. Wie? Shutdown gedrückt. Komm, sei ehrlich, du hast jetzt Shutdown-Triebwerke gedrückt. Treibstoffzufuhr deaktiviert. Nee, ich musste mich, der Treibstoff war mir nicht zu wenig und habe ich jetzt aufgefüllt und dann sind die Triebwerke jetzt aus hier. Ja. Aber ich habe schnell genug APU und so schnell als alle macht. Okay. Könntest du für mich mal kurz den Befehl Ausrufezeichen FFA eingeben, also FFA? Also so, ne? Nein, nein. Noch ein F. Zwei F und dann ein A. Also, FFA. Ah. Genau, Ausrufezeichen FFA, genau. Schade, okay. Okay. Den Link bringt er jetzt nicht, okay? Schade. So, lieber Matt, bist du noch da? Natürlich auch noch der Autopilot raus. Das ist natürlich noch der Autopilot rausgeflogen. Ah, das ist fies. Das ist fies. Ja, ich krieg den jetzt auch gerade nicht mehr rein. Wie ist es so mit den Navigationspunkten? Fliegt er die auch schön ab? Ich meine, wenn das mal auch. Ja, also. Keine Punkte. Ich habe schon mal Autoland gemacht. Erster Flug direkt war eigentlich ganz super. Also, ich hatte keine Probleme. Und der hat auch nicht irgendwie so einfach mal die Sachen rausgeschmissen, Navigationsdaten. Ja, also habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber ich denke mal nicht. Was sagen denn die Bugs? Also was ist noch so aktuell, wo es noch ein bisschen hapern würde? Ist manchmal, ist am Anfang manchmal nicht gleich den Flugplan lesen kann. Also würde ich schon raten, über Simbrief dann den Flugplan zu machen. Ja genau, das ist ja das, was ich ja, was ich auch benutze, Simbrief. Ja. Jetzt mal eine Frage, lieber Chat.
Wollt ihr unbedingt, dass wir mal wieder eine Runde fliegen? Ja. Das wird Lukas, Lukas sagt schon ja. Sollen wir mal den Flugsimulator mal wieder rauspacken? Yes. Das machen wir so, einmal. Achso, na klar, bei jedem Flugzeug, der man sich neu kauft, musst du natürlich den Schubregler neu generieren. Also neu einstellen. Hey. Im Tablet, ja. Das heißt, für Stufe für Stufe. Okay. Na. Sonst, ja, reagiert der Schubregler nicht so ganz, wie er eigentlich sonst funktionieren sollte. Okay. Ja, den habe ich aber vorab schon eingestellt. Hm? Oh, Junge, was wäre das denn hier, Wetter? Und was hat er so, was hat er gekostet so für Payware-mäßig? Der ist kostenlos, der ist Freeware. Ah, okay. Ja. Nicht schlecht. Du brauchst einfach nur A330 eingeben oder 900, dann der erste Link, dann kommst du direkt zum Launcher. Interessant. Zum Download. Also wie bei Flyby-Wire, sage ich jetzt einfach mal. So ähnlich, nur ist der Launcher anders heißt. Hm. Hitman oder so heißt er irgendwie so. Okay, Es gibt halt nichts Schöneres als noch mit der MD-11 zu fliegen. Ja. Und FS9er. Da hast du recht. Langstrecke. Ja. Hm. Ich wundere mich gerade, warum er mit dem Autopilot gerade ein bisschen Probleme hat. Kriegt er mich gerade nicht mehr rein. Okay. Oh, ist es dein Ernst jetzt? Ich krieg ihn nicht. Ja, wir versuchen gerade zu überholen, aber ich krieg ihn nicht. Na, ich zweige auch gerade ab von meiner Flugstrecke. Scheiße. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ja gut, ich kenne ja diese... Ach, wie heißt der eine YouTuber? Aeronews oder so, wie der da heißt. Ja, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, ja. Seine, also manchmal finde ich seine Videos auch sehr interessant. Ja, 288. Und, gerade dieses Airbus, also... Es gibt ja Kurzstrecke und auch Mittelstrecke. Und die Mittelstrecke mit dem Airbus, das ist halt so, was mich fasziniert. Deswegen würde ich auch gerne so auch das gerne mal gucken, wie das sich so anfühlt mit diesem Thrustmaster, was da ist. Ja. Auch mal testen, ob das da was ist. Auch im Launcher ist auch schon der A380 drin. Aber man kann ihn halt noch nicht downloaden. Okay. Ja. Und die Boeing 787-9 ist auch drin. Stimmt, da wollte ich nämlich mich auch mit dem neuen da mal beschäftigen. Und zwar Cargo-Fliegerei beim 2020, entweder mit einer Boeing oder mit dem Airbus. Ja, ich muss noch mal gucken, ich die Boeing 4747 noch mal als Standardversion kriege. Na, ich hatte da ein bisschen Soundmod drauf gemacht und ging auch eine Weile. Aber ja, meine Bildschirme sind da vorne ein bisschen im Cockpit verpackt, also es sind komplett weiß. Das ist natürlich nicht so gut. Nee. Aber der Soundmod einfach nur Baba. Ich glaube, da vorne kündigt sich gleich ein Stau an, ey. Ja, glaube ich auch.